Richtung Bosskampf oder sowas. Oder eine Mine. Elementar könnten auch wieder so schöne Splitter sein. Die explodieren, wenn man drauf schießt. Aber hier gibt es einen Speicherpunkt. Gucken wir mal, ob das was Gutes oder was Schlechtes bedeutet. Hallo, ich kaufe hier noch. So, Ruhe, Kumpel. Na, sterb schon. Oh, wir müssen nachladen, unser Schild ist hinüber. So, oh, da gibt's noch einen von denen. Oh, wir haben bloß noch 45 Leben. Oh Gott, oh Gott. Und das Schild lädt sich gerade auf, aber er trifft uns in dem Moment wieder. 11 Leben und wir spielen mal wieder nur eine Katze und Maus mit ihm, würde ich sagen. So, da gibt es nochmal eine Bombe. Und er ist hinüber. Hui, okay. Das war ein bisschen zu überraschend gerade für mich. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns ein paar Medikamente, damit wir erstmal wieder Leben haben. Und, ja. So, gleich sind wir wieder voll. Hier gibt es noch ein Schild. Wir könnten mal gucken, ob wir vielleicht unsere Schilde, die wir in der Tasche haben, jetzt endlich tragen können. Ob wir das Level dafür erreicht haben. Ja, gibt's Waffen, da wollte ich gerade eigentlich mal gucken, ob wir vielleicht eine neue Waffe bekommen, aber die sind alle nicht wirklich effektiv. So, hier laden wir mal nach. Also Inventar war Tab-Taste. So, gucken wir mal ab 22, 22, 25, 22, ja, die Level haben wir noch nicht. Wir sind immer noch Level 20, wenn ich mich richtig erinnere. So, aber für die Schrotflinte haben wir da noch irgendwas, was wir sonst anlegen können? Ah, ja, Schrotflinte. Oh, aber die ist auch erst ab Level 22. Und die Waffe hier taugt nicht wirklich was. Okay. Snipergewehr, gucken wir mal vorsichtig um die Ecke. Ne, da ist niemand, zum Glück. So, unser schöner Revolver, der uns doch schon gute Dienste erwiesen hat. Und da haben wir ein paar Aliens, okay. Sieht nicht unbedingt einladend hier aus und irgendwo stürzt doch gleich was auf uns ein. Oder greift uns an. Was auch immer das ist. Oh Gott, was sind das denn für Viecher? Die halten noch sehr, sehr viel aus. Oh, die Pumpgun muss nachladen. Das eine haben wir doch hier hinten gleich weg. So, den haben wir schon mal weg. Einmal beiseite rennen. Uiuiui. Was sind das für komische Alienviecher hier? Was soll man auf Pandora auch erwarten? So, Sniper wird uns nicht viel bringen. Nehmen wir mal den Colt eine Runde. Und wir können den Phasenwurf aktivieren. So, schocken wir den mal ein bisschen. Wächtergeister nennen sich die also, okay. Und die Pistolen macht keinen Schaden. Oh, wir haben, oder haben wir keine Munition gerade mehr. Es hat so komisch Klick-Klick gemacht. Gucken wir mal kurz den Colt. Und wir haben tatsächlich keinen einzigen Colt mehr. Oder keinen Schuss mehr in der Colt. Oh. Das Artefakt würde ich kurz noch stehen lassen und vorher hier die Kiste aufmachen. Vielleicht gibt es hier ein bisschen neue Munition für uns. Was haben wir da schönes? Noch eine Schrotflinte. Und da gab es Munition, aber ich glaube, das war keine Colt, sondern das war Schrotmunition. Ja, es war Schrotflintenmunition. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier noch irgendwas kommt. Begib dich zum unheimlichen Ausgrabungsstätte und beschaffe das Elementarartefakt. Haben wir geschafft. Du hast das Elementarartefakt gefunden, von dem Thanis gesprochen hat. Sie würde es sicherlich nicht stören, wenn du es behalten würdest. Stimmt's? Verbessert Lilithas Phasenwalk-Skill, fügt Explosivschaden hinzu. Ah, das ist doch cool. So, das Elementarartefakt werden wir natürlich sofort anlegen. Haben wir das so direkt angelegt? Oder? Ja, das ist, glaube ich, nur ein Skill, den wir noch zusätzlich hinzufügen. So, hier haben wir jetzt wieder extrem viele Granatenmods noch.
Die hätten wir eine blaue Ausrüstung zum Kontakt zu werfen. Kontaktgranaten explodieren nach Feindberührung und wir haben aktuell Schnellen in die Luft. Beides sehr interessant. Und hier hätten wir mal eine neue Schrotflinte, die vielleicht nicht unbedingt, ja, immer noch Level 22, das ist immer noch die gleiche, okay. Doch keine neue. Na gut. Dann rennen wir mal hier schnell raus und gucken, dass wir vielleicht... Oh, wir haben wieder Munition für unseren Colt. Ganze 6 Schuss, ein Magazin. So, ich würde sagen, wir rennen hier mal raus und gucken, dass wir noch die letzte Mission, auch wenn wir keine Munition wirklich mehr haben, erledigen, die Benzintanks zerstören. Vielleicht muss man da nicht ganz so doll sich reinschießen, sondern steht wie der letzte Tank doch relativ frei um so einen Hinterhof. So, hier einmal zurück zum Fahrstuhl. Hier bekommt man ja leider nur Waffen gekauft und keine Munition dafür. Ah, und einmal nach oben bitte. Zurück an die Freiheit, zurück ins Licht. Die Mine mit diesen komischen, ja, Wächtergeistern, Aliens, was auch immer, haben wir überlebt. Und hier oben wartet gerade niemand auf uns. Ach, schöne, ruhige, Stille. Ah, lieber nicht ausreizen, lieber schnell verschwinden. Ah, wir haben ja nicht mal ein Auto. Wo wäre denn die nächste Catch-a-Ride-Station für uns? Okay, die wäre hier oben. Kann ich hier irgendwie Wegpunkte markieren? Leider nein. Okay. Aber das dürfte eigentlich nur quer hierüber sein. Ich hoffe oder ich glaube zu wissen, dass es dort sogar einen Automaten für Munition gibt. Aber genau beschwören kann ich es nicht. Nehmen wir mal die Schrote, haben wir noch ein paar mehr Schuss drauf. Wenn wir ein bisschen was in den Sand setzen, wäre es nicht so schlimm. So, da haben wir schon die Windmühlen. Weil das müsste Eriksen oder wie auch immer er hieß sein, der dort vorne ist. Der uns hier reingeschickt hat in die Wüste. So, da haben wir irgendwelche Bauten. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier noch gleich diese Käfer wieder überall rausschießen. So, und wir haben es gleich geschafft. Kein Banditen über die Wege laufen. Glück gehabt. Und ich hoffe, dass wir hier überhaupt wieder reinkommen. Ist das Tor offen? Ja, das Tor ist offen. Ich glaube, wir müssen die Straße nehmen. Da wir hier sonst nirgends hochkommen. Gut, hier kommen wir hoch. Und da sind wir wieder. Gucken wir mal kurz da oben. Ich glaube, da oben stand ein Automaten. Genau. Das ist ein Mediaautomat. Und daneben haben wir Munition. Cool. Das nennen wir doch mal Glück gehabt. Und wir brauchen jede Menge Revolver-Munition. Nein, Pistolen haben wir voll, da wir aktuell keine Pistole benutzen. So. Oh, die sind gar nicht billig, wenn ich das so sehe. Obwohl doch, kosten aber 56. Wir haben mal 55.000 und Sniper-Munition füllen wir mal lieber auch auf. Schrot jetzt nicht unbedingt, da ich über kurz oder lang die gerne austauschen würde. Oder zumindest wenn, dann zu einer besseren. So, den beklauen wir ja noch mal ein bisschen. Oh, der hat sogar eine Aufgabe, die wir hier abgeben sollen. Den guten Skazilla. Hervorragende Vorstellung. Ich werde ihn ausstopfen lassen und in meiner Hütte anbringen. Ein neues Sniper-Gewehr mit 263 Schaden. Gucken wir doch gleich mal, ob die nicht besser ist. Und ein Level-Up. Einen neuen Skillpunkt. Damit haben wir 5 von 5 und können als nächstes den Phoenix. Einen Feind töten gewährt Feuerschaden bei Feinden in der Nähe. Außerdem kannst du für ein paar Sekunden Schüsse abwehren, ohne dafür Munition. Schüsse abfeuern, ohne dafür Munition zu brauchen. Der Feuerschaden erhöht sich mit deinem Level. Das hört sich doch interessant an. So, wir sind jetzt Level. Wo haben wir denn das Level hier gerade stehen? 22. Ah, wir können endlich die neuen Waffen anlegen. Einmal die Schrotflinten tauschen. Dann haben wir hier ein viel besseres Snipergewehr. Das legen wir doch gleich mal an. Warum schießt du dir nicht selbst einen Elefanten? Ja, das können wir mit der Waffe dann tatsächlich tun. So, und ansonsten haben wir jetzt hier gerade nichts. Hier hatten wir eine Class-Mod. Die erfordert aber den Soldier. Und, okay, das war erst Level 25. Und hier haben wir zwei Schilder. Einmal Säure-Nova, wenn aufgebraucht. Oder einmal sehr langsam Gesundheitsregeneration. Ich glaube, ich benutze das Schild. So, einmal das Klo auf. Unsere Revolver. Oh, das ist aber nicht schön, das Gewehr.
Aber egal, macht mehr Schaden. Haben wir zwei Revolver an? Nein. Aber dafür haben wir eine Schrotflinte anscheinend mit Zielvisier. Auch mal was Interessantes. So, hier haben wir unsere Sniper mit dem Feuerschaden. Die Waffe würde ich gerne verkaufen, die brauchen wir sowieso nicht. Und die Schrot werden wir auch nie wieder nutzen. Und die macht zu wenig Schaden. Das Glasmod können wir einfach nicht benutzen. Hier haben wir ein paar, ja, Granatenbehälter. Und das schlechte Schild, das mit dem etwas mehr Aufladung, hier würde ich ganz gerne noch aufheben wollen. Wer weiß, ob wir das nicht mal gebrauchen können. Oder doch lieber tauschen wollen. Und wir haben zum Glück wieder Munition auf all unseren Waffen. So, einmal bitte ein neues Fahrzeug. Unser letztes hat sich ja in Luft aufgelöst. Und wir werden jetzt noch schnell die letzten Benzinkanister holen. Ja, ich glaube, da fahren wir zuerst hin. In der Hoffnung, wir schrotten unser Auto jetzt nicht gleich sofort wieder. Oh, wir hätten gar nicht so weit laufen müssen. Hier vorne wäre schon eine Catch-A-Ride-Station gewesen. Aber okay, egal. Und da sehe ich schon wieder einen Freund von uns, der schon ganz schön kaputt ist. Den machen wir mal ganz schnell ganz kaputt. So, jetzt kann der uns auch nicht mehr nerven. Und hier entlang zum nächsten Benzintank. Ah, schnell weg. Der Schrei hörte sich jetzt nicht so super an. Das dürfte, wenn ich mich nicht ganz täusche, ein Waffenautomat sein. Ja, aber nichts Interessantes. Okay. So, und ich würde hier drinnen ganz gerne mal die Schrot probieren. Wir schießen doch nicht ernsthaft 6 Schuss auf einmal, nein. Okay. Ah. Ganz viele Krabbeltiere. Ich habe ja nichts gegen Käfer, aber in den Massen hier drin, auf so engen Raum, muss das nun wirklich nicht sein. 1, 2, na komm schon, 3. War da nicht noch einer? Ich könnte schwören, ich hätte noch einen Käfer gesehen. Wollte doch sagen, da lebt doch noch ein Käfer. Einmal nachladen. Ich wollte gerade das Schild lesen. Danger. Danger of death. Keep out. Stromgefahr hier drin anscheinend. Wir sollen doch bitte draußen bleiben. Die hätten vielleicht mal auf die Warnung hören sollen. Und ich glaube, ich habe eine neue Lieblingswaffe mit der Schrotflinte hier. Die macht doch gut Schaden. Und man kann schön zielen mit der. Das Einzige ist, sie hat eine sehr, sehr langsame Feuerrate. Mal gucken, wann das zum Verhängnis wird, aber aktuell benutze ich sie auch ganz gerne. Wir hätten uns vielleicht da ein bisschen Munition noch kaufen sollen. So, einmal hier bitte alles aufmachen. Muss ich den benutzen? Nee. Eigentlich muss ich da drauf schießen, oder nicht? Kurz mal nachladen. Ah, jetzt brennt er schon mal. Jetzt kommen mehrere Löcher Luft raus und boom, hat's gemacht. Super. Munition. Und wo finden wir dann den letzten Benzintank? Oh, oben weiter. Da waren wir doch auch schon. Jetzt sind wir mal wieder etwas blind durch die Welt hier unterwegs. Aber egal, wir haben ein schönes Auto. Mit dem können wir schnellstmöglich überall hinreisen hier auf der Karte.